Here we are sitting with Lonian. Doesn't really need an introduction, but I'm going to give him an introduction anyway. Successful album, amazing producer, has his hands in all kind of music, a little bit of rock, a little bit of soul, hip hop. He knows his way around. Not Dr. Dre or Timbaland. What are you talking about? As far as this project goes, Jerusa, what's your take on it? What's your opinion of it? Do you think it'll come good, or what do you think? I never asked you what it means, the word. So I thought about Jerusalem, you know, but yeah, it sounds famous, like a common word. But I don't really know what you mean, but it sounds good. And for the project, yeah, it's a very interesting project, because it's a totally different style. You know, the German language is very hard, with all this and the English is very soft, flowing words, you know. And so it's a good contrast between the two rappers. So, yeah, and the production is nice, you know. And then I heard a couple of songs because it was recorded here with Minerva, here, this beautiful recording girl. And yes, I was surprised about the quality of the last hook I heard. Very nice when Rob was singing, And yeah, it's a nice project. We will see how the German people and the American people, how they will accept that thing. Because sometimes it's people come up with one song, with a feature, with the American artist. But I don't remember if some German rapper did something like that, like a whole EP or album together. So I think it's something new and amazing. I'm very curious how it's gonna schlag ein in the German scene. Jerusa Block, heute Jerusa and Friends, und da wir Jerusa, Jer und USA haben. Das heißt Germany USA. Genau, Germany USA, dafür steht's. Ja, yeah, das. Germanusa. Genau, Germanusa hätten wir auch machen können, genau. Kommt jetzt der deutsche Frageteil. Mit Academic hinter der Kamera. Lonin, nenn mir noch mal bitte einen Ami-Rapper, der dir gefällt, also den du richtig gut findest. Ja, also von den Verstorbenen, also der größte Ami-Rapper ist für mich immer noch Tupac, eigentlich. Der ist halt leider schon tot. Technisch feiere ich halt extrem Styles P, so von der Struktur der Songs und der Texte, und auch vom Flow und vom Ganzen so, finde ich halt, dass er sehr sophisticated ist und dann wie er das alles rüberbringt. Auch wenn er so ein bisschen unterbewertet ist oder nicht ganz zu den Top 5 der erfolgreichsten Ami-Rapper gehört oder so, aber finde ich halt sehr gut. Okay, Styles P, nenn mir doch mal bitte einen deutschen Rapper, den du richtig feierst. Also ich fand immer Azad sehr gut. Finde ich immer noch. Kommt halt jetzt gerade nicht viel Neues so, aber Azad und Savage und so Sachen sind immer noch, sag ich mal, so auf einem Level, wo andere auch erstmal hin müssen. Und Sido halt natürlich stylmäßig, die Leute so, die einfach sehr eigenen Style haben und sehr herausstechen aus der Masse. Technisch gut sind mittlerweile ja die meisten fast. Okay. Könntest du dir einen Song, ich nehme jetzt einfach mal Azad von den beiden, könntest du dir einen Song mit Azad und Styles P vorstellen? Wenn ja, wie würde der klingen? Azad und Styles P. Könnte ich mir vorstellen, weil Azad auch sehr mehrsilbige Reime verwendet und von der Stimme auch auf Ami-lastige Beats passen würde. Da hat ja auch, sag ich mal, so mit Russen schon gearbeitet. War ja auch jetzt im neuesten Film mit Denzel Washington sogar, also ein Russen-Mafia-Freak, da irgendwie in seiner Mafia-Höhle gezeigt wurde, lief dann so auf einmal so Azad mit Serioga in so einem Blockbuster von den Amis. Finde ich auch krass, dass die dann so einen Song gepickt haben. Aber ist halt wegen dieser Härte und wegen diesem gangstermäßigen Image
was dieses, also das ist ja so ein, eher so ein härterer Song gewesen, hat dann anscheinend irgendwie gepasst. Und Sekunde. Hallo? That's how famous Lonian is. He can break, a fucking interview and answer his phone and nobody says anything. It's just that baller. Like, that's... Okay. Sorry. I'm very busy. Ja, Obama. Ein Song mit Azaz und Styles P. Könnte ich mir ohne weiteres vorstellen. Da beide sehr technisch versiert sind und da würde sich bestimmt auch ein Beat finden, wo das funktionieren könnte. Aber bei vielen anderen könnte ich mir das auch nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Alright, great interview. Great answers. Thank you very much. Good success. You're gonna have to rhyme the scene off here in Germany. You know? And then fuck them all. Yeah, that was some English-German, some little mix. Thank you for your time. That's the lady who's recording and helping produce the whole thing. My homie Academic. Ich bin nur Deko. As always. And the token black guy. Yes, der Quotenbeitie. Der Quotenbeitie. Jerusa. All right.